Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 46, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Verlängerung. Oh, Entschuldigung, ich habe gesehen, es sind noch Anträge verteilt worden. Also noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, Bündnis 90 die Grünen und der FDP betreffend Neubenennung der Vertretung des Landes Hessen im Kongress der Gemeinden und Regionen Europas im Europarat, Drucksache 19/3618. Wer die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 55. Wollen wir mit dergleichen Anträgen in der Vergangenheit geschehen diesen Antrag ohne Aussprache aufrufen? Ja, dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend rechtssichere und tragfähige Lösung für den Ausgleich von Ökologie und Ökonomie am Kali-Standort in Nord- und Osthessen, Drucksache 19/3620. Wird auch hier die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Antrag Top 56 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 51 zu diesem Thema aufgerufen werden. Dann machen wir das so. Was ist das? Auf der Besuchertribüne habe ich eben mitgeteilt bekommen, würde fotografiert werden. Das ist nicht erlaubt. Ich bitte Sie, das Fotografieren einzustellen. So, dann rufe ich auf die Unterlagen auch noch. Ist das eingestellt worden, das Fotografieren? Sonst müssen wir. Ja, dann ist das in Ordnung. Danke. Top 46. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 10. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Der Berichterstatter ist der Abgeordnete Klein-Freigericht, Drucksache 19/3595 zu 19/3546 zu 19/3471. Ich bitte um die Berichterstattung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses mitteilen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf in dritter Lesung in der Fassung der Beschlussempfehlung Drucksache 19/3546 anzunehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Es ist vereinbart, dies ohne Aussprache abstimmen zu lassen. Ich gehe dann gleich in die Abstimmung. Wer diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieses Gesetz in dritter Lesung angenommen worden und zum Gesetz erhoben.